WinKids Livestream von Vineyard Bern. Schön bist du auch heute an diesem Sonntag wieder dabei. Wir wollen zusammen starten mit Gott anbeten im Singen. Nachher gibt es eine coole Geschichte von Jassi und Antonia. Und natürlich auch noch einmal ein Experiment. Darum mach es nicht gemütlich, sondern stang lieber auf und hilf mit, weil Gabriela macht Bewegungen. Ich habe eine Freude in meinem Herz. Ich habe eine Freude in meinem Herz. Ich habe eine Freude in meinem Herz. Ich habe eine Freude in meinem Herz, gerade wegen Jesus. Ich habe eine Freude in meinem Herz. Ich habe eine Freude in meinem Herz. Ich habe eine Freude in meinem Herz, gerade wegen dir. Ein Klatschen. Ich habe ein Klatschen. Er regiert auch in unserem Land. Wir wollen Jesus überall sehen. Wir wollen Jesus überall sehen. Ein Banner, das steht in unserem Land. Das alle erkennen und verstehen. Er ist der Weg zum Himmel. Wir wollen Jesus überall sehen. Ein Banner, das steht Yes,
Das wollen wir wirklich sehen, Jesus. Du bist der Weg zum Himmel und schenk, dass wir das dürfen wirklich ganz tief begreifen in unserem Herzen, aber auch einfach unsere Freunde, unsere Nachbarn, dort, wo wir sind, dass wir das dürfen weitergeben. Du bist der König und du bist der, der Hoffnung schenkt. Amen. Und jetzt hören wir die Geschichte von Antonia und Yassi, wie sie auch Schritt für Schritt das Land einnehmen. Ha! Schritt für Schritt? Ja. Nennen wir das Land ein, wirklich? Wir zwei? Also wir dürfen jetzt mal vor allem erzählen, wie es eben das Volk Israel eingenommen hat, Schritt für Schritt. Ah, okay. Also, okay, das habe ich nicht zusammen besprochen. Ja, manchmal stimmt mir eben. Ich kann mich auch nicht alles mit dir besprechen, weißt du? Okay. Hey, hallo Kinder, es ist mega schön. Wir haben uns schon mega lange nicht gesehen, gell? Ja, mega lang. Sehr lang. Ja, das ist Winterschlaf gemacht in dieser Zeit. Es ist immer noch Winter. Okay. Also, wir erzählen heute die Geschichte von Josua. Der Josua ist ein mega mutiger Mensch. Und in dieser Geschichte von Josua hat es mega viele mutige Menschen gehabt. Und von denen wollen wir heute hören. Okay. Ich bin voll auch mega mutig, gell? Ja, selbstverständlich, Yassi, du bist mega mutig. Ja, wirklich. Hey, es war ja so, wir haben ja verschiedene Geschichten schon gehört von Mose, wie der da mit seinem Volk durch die Wüste gereist ist und so weiter. Irgendwann ist der Moment gekommen, wo der Mose einfach alt geworden ist und wo sein Job einen anderen musste übernehmen. Und zwar der Josua. Der Josua, wer war denn das so? Das war einer von den Leuten, der auch mit Mose unterwegs war, der eng mit Mose zusammen geschafft hat. Okay, und dann, was hat denn der gemacht? Der hat eben dann geschaut, dass endlich das Volk Israel endlich nach so ewig langer Zeit in dieser Wüste, wo sie ja mega viele Sachen erlebt haben, der hat eben geschaut, dass die dann endlich mal in das Land Kanaan einreisen können. Und wo sie eben so ein bisschen in der Nähe waren, hat er mal zwei Kundschafter rausgeschickt. Dort hat es eine Stadt in dem Land, Jericho. Und der Josua hat ihnen gesagt, hey, geht jetzt mal da schauen, ist das Jericho, wie sicher ist das? Ist das einfach zum Einnehmen, so für uns? Oder hat das dicke Stadtmauern, grosse Stadttor? Hat das gute Soldaten zum Beispiel? Ja, das ist sehr wichtig. Das ist gefährlich gegen gute Soldaten. Ja, eben darum wollte er das wissen. Und dann hat er also die Kundschafter losgeschickt. Die sind zu dem Jericho gegangen. Und sie haben mega Glück gehabt, ja. Warum? Die Stadttore waren gerade zufälligerweise offen. Nein, das ist also doof von diesen Jerichokanern. Jerichokaner? Aha. Auf jeden Fall sind die gerade in der Stadt rein und haben natürlich gehofft, dass sie niemand sieht. Natürlich hat sie niemand gesehen. Es hat sie jemand gesehen. Nein! Jetzt habe ich gedacht, es hat sicher niemand gesehen. Doch, es hat sie jemand gesehen. Und zwar Soldaten vom König, die sind sofort zum König gegangen und haben gesagt, hey König, das sind andere Leute. Ich glaube, das sind Israeliten, die sind in unsere Stadt reingekommen. Und der König hat natürlich gedacht, ja, die werden sicher in unsere Stadt schauen, wie dick unsere Stadtmauern sind und alles. Und hat gesagt, sofort Soldaten, los, holen die zwei Kundschafter. Oh nein! Und dann sind sie in der Falle gewesen. Ja, sie sind voll in der Falle gewesen. Aber es hat eine super gute Frau in dem Jericho. Eine Frau? Ja, eine Frau. Eine super mutige Frau. Und diese Frau, die hat das gesehen. Die hat gesehen, dass all die Soldaten da rumspringen, dass die zwei Kundschafter suchen. Und das Ding ist, diese Frau... Wie hat die eigentlich geheißen, die Frau? Die hat Rahab geheißen. Oh, Rahab. Das ist ein bisschen ikonischer Name. Ja, das war halt anders. Auf jeden Fall haben die Frau denen gerufen und gesagt, hey, komm zu mir. Warum hat denn die denen helfen? Die ist doch selber vor Jericho. Ja, die Rahab, die hat eben gewusst, die hat gehört vom Volk Israel, dass die einen Gott haben, der gut ist, der Wunder macht, der den Menschen hilft. Und sie hat sich so fest gewünscht, dass sie auch an den Gott glauben kann. Und darum hat sie gesagt, hey, denen helfe ich. Und die hat also die zwei zu sich geholt und hat gesagt, hey, kommt sofort. Ihr werdet da gesucht, ihr müsst euch verstecken, sonst ist es fertig mit euch. Oh! Und dann
Sind sie zu ihr gegangen? Haben sie ihr vertraut? Ja, die haben ihr voll vertraut. Sie hat sie reingeholt, hat sie auf ihrem Dach so unter Stroh versteckt, unter einem Strohhaufen. Oder nur so aufpassen, dass er nicht Heuschnotten kommt. Stroh, nicht Heu. Aha, okay. Auf jeden Fall sind dann die Soldaten reingekommen, weil die haben natürlich beobachtet, dass die zwei Leute da bei der Rab einfach so ins Haus hineingegangen sind und haben gesagt, Rab, wir haben genau gesehen, dass zwei Israeliten zu dir ins Haus hineingekommen sind. Hol die Leute, bring sie da an, die dürfen nicht da bei uns in der Stadt sein. Und dann, oh nein! Und dann hat Rahab gesagt, ja, die sind da gewesen, die zwei Leute, aber sie sind schon wieder gegangen, sie sind eben jetzt schon zum Jordan gegangen, sie haben wieder müssen zurückgehen. Hey, das war gelogen. Ja, das war gelogen. Darf sie das? Gute Frage. Darf sie das? Gut, sie hat ja geholfen, gell? Ja, aber das wäre ein gutes Diskussionsthema, gell? Wo man könnte, ja daheim ein bisschen darüber reden, darf man das? Auf jeden Fall sind die zwei natürlich immer noch auf dem Dach gesehen. Die Soldaten sind losgesäckelt zu dem Jordan. Das ist ein Fluss. Zu dem Jordan und haben die zwei Leute gesucht. Oh, natürlich gesucht und nicht gefunden. Ah, die haben das voll geglaubt. Ja, logisch haben sie denen das geglaubt. Auf jeden Fall ist sie dann sofort aufs Dach zu diesen zwei Kundschaftern und haben gesagt, hey, ihr seid wirklich in Gefahr. Jetzt haben sie also gerade noch Glück gehabt. Ich habe denen gesagt, sie müssen zum Jordan. Die Soldaten sind jetzt also weg. Jetzt müsst ihr irgendwie verschwinden. Und dann haben die gesagt, wir können ja nicht zum Stadttor raus. Da sieht uns ja niemand. Alle. Jeder. Und denen? Oh nein. Was war denn? Denen hat Rahab eine gescheite Frau, eine kluge Frau, eine mutige Frau, hat gesagt, hört, ich habe ein dickes rotes Seil bei mir, ich tue das bei mir. Übrigens habe ich überhaupt gesagt, dass die Frau auf der Stadtmauer gewohnt hat. Nein, das hast du nicht gesagt. Das ist nicht so zur Stadtmauer. Ja, super. Die hat dort alle immer schauen, was passiert und so. Also hat die gesagt, hey, ich lasse hinter der Stadtmauer bei mir aus dem Fenster ein dickes rotes Seil haben. Dann können die dort runterklettern, wenn es etwas dunkel wird. Und dann hauen die einfach ab. Aber sie dürfen nicht zum Jordan. Hat sie ihnen das auch gesagt? Ja, selbstverständlich. Dann sind sie zuerst ins Gebirge. Und als sie 3 Tage gewartet haben, sind sie zurück zu ihrem Volk. Oh. Glück gehabt. Und dann haben sie gesagt, da gehen wir nie mehr in ganzen Läden hin. Nein, das haben sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, hey, hört, das ist Jericho. Mega dicke Stadtmauern, sehr gut bewaffnet. Schwierig war, aber ganz eine nette Frau, die hat Rahab geheissen. Das kommt gut. Wir haben das Gefühl, das kommt gut in diesem Jericho. Und dann sind alle zusammengegangen. Das geht ja gar nicht. Das sieht ja jeder. Wenn sie schon 2 gesehen haben, wie werden sie denn alle gesehen? Nicht gesehen. Das war so gewesen. Es gibt jetzt noch ein Wunder mehr. Kinder, fragt mal daheim nachfragen. Auf dem Weg vom Volk Israel von Jericho zu. Nein, von ihrem Lagerplatz zu Jericho gibt es ein mega krasses Wunder. Wer findet das raus? Gott hat, das kann ich jetzt nicht erzählen, aber Gott hat sie dann losgeschickt. Los, geht auf Jericho und nehmt das Jericho ein, ohne zu kämpfen. Das geht ja gar nicht. Also ehrlich. Es geht, Jassi. Mit Gott geht alles. Oh, habe ich vergessen. Sorry. Die sind also gegangen, als ganzes Volk, über den Jordan. Frage nochmal, was da alles passiert ist. Über den Jordan. Und dann hat Gott dem Josua gesagt, hey Josua, Josua, sag dem Volk, ihr müsst jetzt einfach jeden Tag, 7 Tage lang hintereinander um die Stadt mucksmäuschenstill rumspazieren. Hä? Also sorry, also was bringt das? Los zu. Okay. Also, 6 Tage lang, jeden Tag um die Stadt, nichts ist passiert. Dann, beim 7. Tag, hat Josua gesagt, jetzt laufen wir um, wenn wir um sind. Schreien und jubeln, alle so laut wie ihr könnt. In Posaune, rein, Posaune. Einfach richtig Lärm machen. Oh, da wäre ja gerne dabei gewesen. Endlich hat es gut. Gell? Richtig Krach machen, jubeln. Und dann, als sie das gemacht haben, ist plötzlich noch ein grösserer Lärm gekommen. Oh, oh je, die Soldaten sind gekommen. Nein, die Soldaten sind nicht gekommen. Die haben Schiss gehabt. Oh, okay. Es war plötzlich ein riesen Krachen.
Und die Israeliten haben gesehen, wie in dieser Stadtmauer plötzlich riesen Risse reingekommen sind. Es hat gekracht und gemacht und die ganze Stadt ist abeinandergefallen. Oh nein! Die arme Rahab! Ey, weisst du was? Die Rahab ist verschont geblieben. Nein! Ich habe gemeint, die ganze Stadt ist auseinandergefallen. Ja, die ganze Stadt, außer ein Haus. Ah! Das Haus von der Rahab. Genau. Und weißt du was? Die Rahab, die hat das vorher schon mit der Kundschafter abgemacht. Und Was nicht der Kundschafter? Die können das ja nicht beeinflussen. Aber Gott hat denkt das gesehen, was sie gemacht hat und so weiter. Aha. Und die Rahab hat alle ihre Verwandten zu sich, also Verwandten, Vater, Geschwister und so, zu sich ins Haus geholt. Und dann sind alle von Rahab, ihrer Familie, verschont geblieben. Und das Volk Israel hat die Stadt Jericho eingenommen, ohne nur sich einen Finger zu krümmen. Nur Stimmdänders haben sie ein bisschen gekrümmt. Ja, die haben sich ein bisschen festgekrümmt, genau. Ha. Hey, super Geschichte! Hey, mir fällt gerade etwas Gutes ein. Was? Ja, das, du kannst gerade... Hallo! Ja, Hennenfreude, bist du wieder eine Stadt? Leck, habe ich dich vermisst. Ja, ich dich auch. Hast du gehört, die Geschichte? So beeindruckend, ich bin an deinen Lippen gehangen. Ja, danke. Wirklich. Danke. Was hast du vorhin wollen machen? Sag du. Ja, Nein, fang noch mal an. Ich wollte dich etwas fragen. Das Experiment. Mir ist auch etwas in den Sinn gekommen. Könntest du noch etwas machen? Ja, was willst du von mir? Könntest du da gerade auf dieser Linie laufen? Das ist mega schwierig. Was? Sicher ist es nicht schwierig. Kannst du das inner? Ja, also es ist eine gerade Linie, ich habe zwei Augen. Das geht, also, oder, ja, das ist nichts drunter, oder? Nein. Ja, das kann ich immer. Wir wetten, dass du das nicht inner kannst, okay? Und was wetten wir? 10 Tafeln Schoki. Eine Tafel Schoki. 10! Eine Tafel bringt das jetzt nächste Mal ins Livestream. Ah, okay, eine. Eigentlich hätte ich 10 sollen. Ja. Okay, was ist deine Wette? Also, ja, eingeschlagen. Gut, also Säckle mit vollen Händen, Zahnal und der Stuhl runter. Und dann musst du da die Linie schön gerade ohne zu schwanken unterlaufen. Easy. Ja, so. Dann musst du aber schnell aufstehen, oder nicht? Okay, hey Kids, alle schreien hopp und alle sagen immer schneller, schneller. Schneller, 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 schneller. 3, schneller. Hey, das ist nicht so schnell. Schneller! Schneller! Oh! Sieht jetzt schon Krise. Nein! Schnell! Okay, jetzt ist gut. Achtung! Hey, du hast verloren. Gell, ich bin Zeuge, sie hat verloren. Nein, ich habe gesagt, laufen. Du hast gesagt, nein. Kinder, ich habe vergessen, dass ich ein Experiment machen will. Aber probiert es mal daheim aus, das ist im Fall wirklich schwierig. Und der Vers von Josua. Bis mutig. Das ist ganz ein berühmter Vers. Könnt ihr den auswendig lernen? Jetzt hatte ich ein anderes Workout heute. Was für ein Sonntag. Ich wünsche euch eine gute Pause. Oder hast du noch etwas zu sagen? Nächstes Mal Schoki nicht vergessen. Okay, ich bringe dir das nächste Mal Schoki mit. Und in ein paar Minuten geht es hier weiter mit dem Livestream. Merci vielmals, dass ihr dabei wart. Viel Spass bei mir um den Stuhlmesecken. Zehnmal mindestens. Tschüss zusammen. Ciao. Großer, mächtiger Gott, kein Fehler ist an dir. Musik.
du nicht siehst. Keine Sekunde in meinem Leben hast du weggeschaut von mir und du kennst mich durch und durch. Alles an mir, ich hoffe für dich. Du bist mit mir und nicht gegen mich. Du kommst mit mir und du lässt mich nie los. Ich bin mit dir und ich habe mich. Ich habe mich, oh. Ich komme mit dir und ich lade dich los. Gross
kommst mit mir und du lässt mich nie los. Ich bin mit dir und ich habe mich. Herzlich willkommen zum Gottesdienst von der Vineyard Bern. Sali Mami, Grossmami aus Romanshorn, schön dich, wie siehst du mich? Ich sehe dich nicht. Bin ich live?
Vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, früher, als das Fernsehen so langsam oder die Moderatoren so langsam im Kommen waren. Also ich mag mich erinnern, als dann die Sportler im Fernsehen waren und nachher plötzlich so all so ihren Verwandten gedankt haben, die sich gefreut haben, dass die anderen sie jetzt sehen und sich fragten, ob man sie wirklich sieht. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so etwas Spezielles schon fast. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr mich seht, nehme ich an. Ich sehe euch leider nicht. Vielleicht aber schon bald. Ihr habt ja eine E-Mail erhalten, dass wir im März wieder mit Live-Gottesdiensten starten werden. Also live vor Ort. Wie und wann und so weiter, das werden wir rechtzeitig noch sagen können. Ich habe euch etwas mitgebracht aus der Bibel, spannende, am Sonntagmorgen, Gottesdienst Bibel, nicht gerade so speziell. Für mich speziell, ich habe neu die Psalmen wieder entdeckt. Und ich dachte mir, ich lese euch heute Morgen ganz kurz den Psalm 119 vor. Ihr wisst ja, das ist der kürzeste für uns, so die Insider. Nein, Scherz, ist der längste und ich mache es nicht, keine Angst. Ich habe euch den Psalm 100 mitgebracht und da nur einen Vers. Und zwar, kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang, dankt ihm und preist seinen Namen. Und ich bitte euch, schreibt doch kurz in den Chat hinein, wofür ihr dankbar seid, wofür ihr dankbar wart in der letzten Woche. Was ist so euren Dank an ihn? Ich zum Beispiel, ich bin dankbar in der jetzigen Situation, dass ich einen solchen sicheren Job habe. Ich bin dankbar für meine Familie, die gesund und munter ist. Gestern war ich mit meinem Ältesten unterwegs. Ich bin unglaublich dankbar, einfach wie er sich entwickelt, wie es ihm so geht, dass er so offen ist, dass er ehrlich ist, dass er zu mir kommt. Er ist 10 und sitzt dann bei mir auf dem Schoß im Zug. Ich finde es einfach wunderbar, so diese Zeit mit ihm zu verbringen. Dafür bin ich richtig dankbar. Ich sehe, für Ehemänner, für Chefs seid ihr dankbar. Wir haben allen Grund, dankbar zu sein. Heute werden wir die Predigtreihe mit Debo Aldagasser abschließen, nämlich Rhythmen der Erneuerung, und sie sagt etwas über Kreativität. Ich bin schon gespannt und ich weiß, einige von Ihnen, die da schon gut unterwegs sind, ihr werdet auch schon richtig gespannt sein, was sie euch zu sagen hat. Dann werden wir gemeinsam anbeten, das gehört bei uns dazu, da freuen wir uns mit Audiel. Übrigens, wenn ihr den Chat noch nicht eingeschaltet habt, wegen des Dankbarseins, macht es vielleicht wegen Audiel. Ihr werdet dann schon noch wissen, weshalb, ich komme später darauf zurück. Da braucht ihr den Chat, sonst habt ihr eine Chance im Leben weniger. Und dann am Ende, finde ich auch ganz spannend, da denkt daran, wenn der Livestream fertig ist, aus aktuellem Anlass werden Mari und Andi mit euch eine Q&A, also Frage- und Antwortrunde machen, und zwar zum Thema Prophetie und Umgang mit Prophetie. Also nach dem Gottesdienst weiterhin im Live-Chat dabei sein, wenn ihr Fragen stellen möchtet. Und jetzt werdet ihr einen kleinen Film sehen, wie das hier so aussieht, wie das Käfigkästli sich entwickelt. Hallo zusammen. Seit dem letzten Bericht von unserer Baustelle sind wir ein wenig vorangekommen. Müssen wir mal schauen. Hier haben wir das Gängli, das hinten zur Stege geht. Da hier das Fenster, wo man in die Küche sieht. Das ist gerade am Huben montieren. Da kann man auch in die Beiz. Da hier geht es wieder vorne. Richtung Jugendraum. Das ist ja gerade dem Dächli abdecken, dass wir die Wände malen können. Unsere lieben Frauen, die helfen können. Jetzt geht das Licht an, wenn da reinkommen. So. Jetzt, hier ist auch schon viel passiert. Der Dach ist gewallen, Ledungen sind gemacht. Wir können das Glas auf die ehemalige Stegenöffnung setzen. Wieder. Es ist einfach grandios. Gerade jetzt in dieser Zeit, ich habe so ein Vorrecht, dass ich auf die Baustelle arbeiten kann. Die letzten Monate zeige ich immer wieder, ich bin einer der glücklichsten Menschen auf der Welt, dass ich das darf. Und wir haben so viele treue Leute, die immer wieder kommen. Und dank denen wird das eigentlich
gestörten Projekten Realität. Hey, auch du bist jederzeit herzlich willkommen und ich freue mich auf dich. Mach's gut, tschüss zusammen. Ja, die Situation, wenn man den Livestream gestartet hat, ja nicht gerade so, dass es nur ruhig ist oder so. Bei uns zu Hause sind da jeweils die Jungs, die rumrennen oder man ist gerade am Kochen oder sieht es gerade nicht so oder die Qualität ist schlecht. Irgendwas mit dem Ton stimmt noch nicht. Aber vielleicht kommt das jetzt gut. Hallo, hört man mich? Hört man mich? Okay, dann tauschen wir. Hallo, hallo. Ich hoffe, man hört mich jetzt. Entschuldigung für die technischen Probleme. Ah, jetzt? Ich höre dich. Super. Dann klappt das. Sehr schön. Aber das geht nicht da drauf. Genau. Ich lade euch herzlich ein, dass wir gemeinsam in den Worship einsteigen und gerade... Man merkt auch, dass es auch immer eine Herausforderung ist, technisch, aber teilweise auch von der Atmosphäre her. Wenn wir den Livestream zusammen starten zu Hause, dann rennen die Jungs rum und es ist da ziemlich Tumult. Und genau, ich lade dich ein, dass du dich schön einrichtest, dass du dich wohlfühlst auf deinem Sofa oder wo du auch immer bist. Und genau, dass du dich ausstreckst danach, dass Gott einfach dein Herz erfüllt und deine Gedanken erfüllt. Dass du dich ausstreckst und eben genau wie Christian Boss am Anfang gesagt hat, dass du deine Dankbarkeit ausstreckst, weil das ist wie ein Tor. Für in das Heiligtum reinzukommen. Diese Dankbarkeit ist ein Megaschlüssel. Und wir starten gerade mit einem Song, der heißt Thank You, ist von Melissa und Jonathan Helser. Und der sagt aus, wie sage ich dir nur Danke, Herr? Für die Art und Weise, wie du liebst und wie du kommst. Dass du immer kommst, für alles, was du getan hast, dass du immer da bist und immer kommst. Auch wenn wir dich vielleicht teilweise nicht gerade so direkt spüren und wenn wir uns wünschen, dich direkter zu spüren. Dass wir einfach wissen können, ja, du bist da. Du musst nicht kommen, aber du kommst immer. Ich danke dir dafür, Herr. Ich danke dir dafür, dass du... die Vergangenheit siehst, wo ich drin gestanden bin, dass du die Gegenwart siehst und dass du die Zukunft siehst. Ich danke dir, Herr, dafür. Und ich danke dir, Debo, dass du mir den Mikständer gebracht hast. Super, herzlichen Dank. Mega cool. Vielleicht kannst du dann noch ein bisschen auf den Monitor geben. Merci. Sehr cool, dass ich mich auch höre.
Danke. Heiliger Geist, du bist so willkommen. Du bist willkommen zu kommen. Du bist willkommen, in unser Herz reinzukommen, in unsere Gedanken. Komme du, schenke uns allen Ruhe. Komme du. Into my past, filled my world with grace. You didn't have to come, but you wanted to. You walked through all of my walls, conquered my shame, stepped into my past, filled my world with grace. You didn't have to come, but you wanted to. You walked through all of my walls, conquered my shame, stepped into my past, filled my world with
Danke, Herr, dass du die Atmosphäre veränderst. Danke, Herr, dass du reinkommst in alle unsere Lebenslagen. Danke, dass du siehst, was in der Vergangenheit war. Danke, dass du siehst, was in der Zukunft ist und wo wir jetzt gerade drin sind. Danke dir, dass du gesagt hast, dass wir alle unsere Sorgen auf dich werfen dürfen, dass du uns nicht alleine lässt, wir, die wir an dich glauben. Danke, dass du da bist, Herr. Mir gefällt auch sehr dieses Bild von diesem König, der den Raum betritt. Diesen König, der reinkommt in unser Leben, der durch all unsere Mauern durchdringt und reinkommt in unser Herz rein. Stellt euch vor, wir sind in einem Thronsaal und wir wissen, der große König betritt diesen Raum. Wir wissen, dass dieser König den Raum betreten wird und wir seine Gefolgschaft. Wir wissen, dass er gerade aus einer Schlacht kommt. Du kommst mit mir und du
Uns nie los. Danke, großer König. Du betrittst den Raum und wir staunen vor dir. Wir staunen, dass du kommst und dass du, wenn du uns anschaust, dass du uns mit deinen Augen sagst, ja, ich habe nie weggeschaut vor dir. Es war mir nie peinlich, dich anzuschauen. Ich habe dich gemacht und ich kenne dich von Anfang an. Nichts ist zu groß für dich. Kein Problem, das wir haben, ist zu groß für dich. Du schaust uns an und du sagst mit deinen Augen, nichts ist zu groß. Keine Sünde, keine Depression, keine Macht ist zu groß für dich. Und wenn wir dich anschauen, dann sehen wir sehen vielleicht eine Krankheit, die wir hätten tragen sollen. Wir sehen die an deinem Körper.
Wir sehen vielleicht eine Wunde oder eine Narbe bei dir, die wir eigentlich zugefügt bekommen haben aus einer Schlacht, die wir geschlagen haben oder wo wir geschlagen wurden vielleicht sogar. Und ich danke dir, Jesus, dass du alles auf dich genommen hast. Dass du alles auf dich genommen hast, dass du den Tod überwunden hast, dass du nie weggeschaut hast von uns und dass du für uns bist und nicht gegen uns, dass wir das wissen dürfen. Adore, adore, adore.
my God. To our Father be the glory forever and ever. To our God, to our Father.
Vielen Dank, Ruben. Wow. So schön zusammen anbeten zu können, auch wenn wir einfach mit dem Computer verbunden sind. Vor noch nicht allzu langer Zeit kam meine damals etwa 4,5-jährige Tochter zu mir und hat mich gebeten, ein Tier zu malen. Und ich glaube, es war eine Katze. Und als ich dann fertig war, hat sie mir mitgeteilt, dass das keineswegs eine Katze sei. Und in diesem Augenblick hatte ich eine Art Déjà-vu, weil meine Mutter hat mir so eine ähnliche Geschichte immer mal wieder erzählt. Nur, dass ich dann diejenige war, die von ihr verlangte, ein Tier zu malen und nicht mit dem Resultat zufrieden war. Und ich habe immer befürchtet, dass mir das irgendwann mal passieren wird, weil meine Zeichnungskünste denen meiner Mutter sehr ähnlich sind. Und es ist genau wegen solchen Geschichten, dass ich lange Zeit geglaubt habe, ich bin einfach nicht kreativ. Und vielleicht war es auch, weil der Handschuhunterricht, wie man das auf Schweizerdeutsch sagt, das war für mich sehr viel Stress. Und dann hatte ich auch immer ein bestimmtes Bild, wie Kreativität aussehen soll. Und ich verglich mit diesem Bild und bin kläglich daran gescheitert. Heute weiß ich, dass ich kreativ bin. Ich male zwar immer noch keine Bilder, aber ich lebe meine Kreativität zum Beispiel im Ausdenken von Ideen aus oder im Organisieren von Events. Und seit ich so diese Vorstellung, was Kreativität ist, loslassen konnte, kann ich auch schmunzeln, wenn meine Tochter die von mir gezeichneten Katzen verschmäht. Und ich bin auch offen geworden, Dinge auszuprobieren, von denen ich vorher geglaubt habe, das kann ich nicht. Zum Beispiel habe ich jetzt angefangen, seit neuestem habe ich angefangen zu lernen, zu häkeln. Und das lerne ich jetzt mit einem YouTube. Oder ich habe mir vorgenommen, ich will kreativer kochen. Dinge, von denen ich vorher gesagt habe, das kann ich nicht. Und heute setzen wir, wie schon gehört, setzen wir uns mit dem vierten Rhythmus der Erneuerung auseinander. Und ihr erahnt es, es ist Kreativität. Und ich habe Debbie Sommerhalder gebeten, ihr findet auch ihre Webseite dann eingeblendet, ein paar Illustrationen zu machen. Danke vielmals, Michael. Dass das Bild ein bisschen schöner ist. Also, Debbie wird ein paar Illustrationen machen für meine Worte. Sie ist unglaublich talentiert. Vielen Dank, Debbie, dass du diese Bilder mit uns teilst. Sie werdet die während der Predigt sehen. Also, wenn ich heute von Kreativität spreche, dann meine ich eben nicht nur malen oder ein Lied schreiben, obwohl das ja auch Kreativität ist, auf jeden Fall. Aber ich meine vielmehr, dass wir die Talente und Fähigkeiten, die Gott in uns hineingelegt hat, dass wir die in unserer Umwelt verschenken und damit Gott und die Menschen um uns herum segnen. Zum Beispiel wie Matthias, der bei kaputten Gegenständen versucht, Fehler zu finden und sie dann repariert. Oder Anna, die sich überlegt, wie sie Halbwaisen und Waisenkinder in ihrer Heimat, in der Mehrheitswelt, ein Leben in Perspektive schenken kann. Oder zum Beispiel wie Barbara, die sich politische Wege für unseren Kanton überlegt. Oder Lukas, der versucht, über Social Media Menschen mit der Unternehmung und einander zu verbinden. Vielleicht bist du aber auch eine Person, die die Sinnhaftigkeit in dem, was du tust, ziemlich hinterfragt. Und vielleicht bist du aber auch eine Person, ja, die gerne kreativ ist, aber die sich immer wieder vergleicht.
immer wieder vergleichst, ob dein Wirken ähnliche Wirkung hat wie das deines Vorbildes. Und du zerbrichst an irgendwelchen unerreichbaren Idealen. Und anstatt dass Kreativität aus dir hervorspringt, ist da Druck und Angst und Stress, die sichtbar wird. Wir Menschen, wir stellen uns in regelmäßigen Abständen immer wieder mal diese Sinnfrage hinter dem, was wir tun. Oder wir trauen uns Dinge nicht zu, wo wir eigentlich genau, obwohl wir eigentlich genau wissen, dass Gott sie in uns hineingelegt hat. Oder wir lassen uns von Festlegungen über unsere Leben zurückbinden. Und Gott will unsere Fähigkeit zu träumen wiederherstellen. Er will unsere Bereitschaft, Neues zu wagen, Neues zu lernen, Risiken einzugehen und unseren Wunsch, Verantwortung zu übernehmen, wiederherstellen. Und Rebecca Lyons, die uns ja eben zu dieser Serie inspiriert hat, sie schreibt in ihrem Buch, dass wenn wir kreativ sind, dann sollte das in uns, aber auch den Menschen um uns herum, Ruhe und Leben und Frieden hervorbringen. Und genau deshalb brauchen wir Erneuerung in unserem Kreativsein. Und ich glaube, ein grundlegender Teil dieser Erneuerung ist, dass wir ein Verständnis dafür bekommen, wie Gott uns geschaffen hat und wie er uns sieht. Im 1. Mose lesen wir darüber, wie Gott die Erde geschaffen hat. Dort steht im 1. Mose 2, 15. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Wir sehen hier, dass Gott uns zum einen als gestaltende, als schöpfende Wesen geschaffen hat, aber zweitens auch, dass er uns einlädt, mit ihm zusammen zu gestalten. Er hat den Mensch in den Garten gesetzt zum Bebauen. Und diese Einladung, mit ihm zusammen zu gestalten, die zieht sich durch die ganze Bibel, vom Alten ins Neue Testament. Zum Beispiel schreibt Paulus dann an die Epheser, im Epheser 2,10. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Und Paulus beschreibt hier dieses Zusammenwirken, dieses Wirken von Gott, das zusammenkommt mit dem Wirken von den Menschen. Und das begeistert mich, zu sehen, dass wir mit unserem Wirken einfach Teil des Wirken Gottes auf dieser Welt sein können. Und im 1. Mose finden wir einen weiteren Aspekt, der für unsere Kreativität wichtig ist. Dort steht: Er brachte alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so sollten sie dann heißen. Stell dir einmal vor, Gott hat die Welt geschaffen, er hat alles geformt, was da rumläuft auf dieser Erde, die Tiere, und dann überlässt er dem Menschen die Namensgebung dieser Tiere. Also wir sind nicht nur geschaffen, mit unseren Händen zu gestalten, sondern auch mit unseren Worten schöpferisch tätig zu sein. Aber schauen wir uns diese Stelle mal ein bisschen genauer an. Da steht: Er brachte alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zu dem Menschen, um zu sehen. Dieses Sehen, das ist weit mehr als einfach ein flüchtiger Blick. Dieses Sehen bedeutet hier wahrnehmen. Also ich sehe hier einen Gott, der genau hinsieht, der beobachtet, der interessiert ist und dessen Blick haften bleibt. Ich meine, er hätte ja auch sagen können: Hier Mensch, hier sind alle Tiere, gib ihnen einen Namen, wir sehen uns, wenn du fertig bist. Nein, Gott wollte sehen. Er wollte dabei sein.
Er wollte sehen, wie der Mensch die Tiere nennt. Das heißt, Gott ist interessiert. Er ist an unserem Gestalten und unserer Kreativität interessiert und er ist gespannt, was wir da gestalten. Wir sehen aber in dieser Textstelle nicht nur einen Gott, der interessiert ist, sondern wir sehen auch einen Gott, der zutraut. Der das heißt über die Namen, die der Mensch da ausgesucht hat, genau so sollten sie dann heißen. Also Gott hätte ja auch mal ein Testtier auswählen können und dann sagen können, ja, wir schauen jetzt mal, ob du das gut hinkriegst, ob ich einverstanden bin. Er hätte auch mit dem Menschen ein bisschen diskutieren können und sagen, du, also Giraffe, dieser Name, den du da ausgewählt hast, denkst du nicht, du findest da einen besseren? Nein. Es heißt hier, genauso wie Adam die Tiere genannt hat, so hießen sie danach. Und das stand nicht erst nach einem Testlauf fest. Von Anfang an stand es fest, dass der Mensch diese Tiere benennen kann. Gott hat sich entschieden von Anfang an, dass es in Ordnung ist, wie du kreierst, wie du gestaltest, dass es genug ist, dass es gut ist, wie du kreativ bist. Wir sehen aber nicht nur einen Gott, der interessiert ist, der uns zutraut, sondern wir sehen auch, dass Gott den Beitrag des Menschen als wichtig und bedeutungsvoll empfindet. Weil im Hebräischen sind ja Namen nicht einfach nur so Labels oder so eine unwichtige Verpackung, sondern Namen im Hebräischen widerspiegeln Persönlichkeit und Charakter, Züge. Also Gott hat dem Menschen zugetraut, dass er Charakterzüge in den Menschen, in den Tieren wahrnehmen konnte und dann entsprechende Worte finden konnte, um Namen daraus zu gestalten. Und dann hat er den Menschen diese ganze Aufgabe überlassen, diese Tiere zu benennen. Das ist ein ziemlich bedeutungsvoller Job. Das heißt, unser Mitwirken, unser Mitgestalten hat Bedeutung. Also daneben, dass wir als schöpferische Wesen geschaffen wurden, dass wir eingeladen sind, mit Gott zusammen zu wirken und zu gestalten, sehen wir hier, dass Gott interessiert ist an unserem Wirken, an unserem Gestalten. Zweitens, dass Gott uns vertraut, er traut uns zu, kreativ zu sein. Und drittens, unser Wirken ist bedeutungsvoll. Aber was heißt es jetzt nun für unser schöpferisches Wirken ganz konkret? Wie du vielleicht erahnen kannst, ich verstehe nicht so viel von Kunst. Aber der Name Monet, der sagt mir noch gerade knapp etwas. Und ich habe eine interessante Geschichte über Monet und seine Künstlerfreunde aus dem 19. Jahrhundert gelesen. Diese Freunde, die haben sich regelmäßig in einem Café in Paris getroffen und über das Leben und vor allem über die damalige Kunstszene philosophiert. Damals gab es in Paris ein Salon. Das war eine Künstlerausstellung. Es war die wichtigste Künstlerausstellung in Europa, vielleicht sogar der Welt. Und natürlich war es das wichtigste Lebensziel eines jeden Künstlers, dort seine Bilder auszustellen. Die Sache hatte nur einen Haken. Man musste auf eine ganz bestimmte Art und Weise malen und man musste auch ganz bestimmte Sujets malen. Aber Monet und seine Freunde, die wollten anders malen. Die wollten andere Dinge malen. Und so standen diese Malerfreunde vor einer Entscheidung. Sie mussten sich entscheiden, ob sie Künstler sein wollen, die so malen, wie man das damals verlangt hat, die dafür Anerkennung von den Eliten der Kunstszene bekommen und viel Anerkennung, viele Menschen, die ihre Bilder sehen, oder ob sie Künstler sein möchten, die frei das ausdrücken, was auf ihrem Herzen ist und dafür vielleicht weniger Applaus und weniger Anerkennung von Menschen bekommen. Und die Impressionisten, wie wir sie ja heute nennen, die haben das Zweite gewählt und eine eigene Ausstellung ins Leben gerufen. Und wegen dieser Entscheidung sehen wir heute ihre Bilder
in jedem wichtigen Kunstmuseum der Welt. Die Entscheidung, für wen ich kreativ bin, die musst du und ich immer wieder treffen. So wie die Impressionisten müssen wir eine grundlegende Entscheidung treffen. Ist unser Kreativsein getrieben vom Wunsch, Anerkennung und Applaus von vielen Menschen zu bekommen? Oder reicht es mir zu wissen, dass Gott an meiner Kreativität interessiert ist? Dass er sich freut, wenn ich kreativ bin, dass er sich freut, wenn ich meine Fähigkeiten und Talente nutze, auch wenn es manchmal nur die Fähigkeit ist, meine Hände zu bewegen. Bin ich bereit, meine Ängste, mein Beurteilen und Verurteilen loszulassen, weil ich weiß, dass Gott mir zutraut, kreativ zu sein? Und bin ich bereit, Neues zu wagen, weil ich weiß, dass Gott meinem Schaffen und meinem Gestalten Bedeutung zumisst, dass meine Arbeit und mein Tun für ihn wichtig ist? Du und ich, auf uns liegt Bestimmung. Es liegt Bestimmung auf uns, kreativ, schöpferisch tätig zu sein, mit unserem Gott zusammen. Wir haben etwas zu geben, du hast etwas zu geben, das fehlt in dieser Welt, wenn du das nicht einbringst. Und der Rhythmus der Kreativität, der erinnert uns genau an das. Wenn wir alte Leidenschaften wiederentdecken, wenn wir Neues wagen und Risiken eingehen, wenn wir mit unseren Händen etwas arbeiten, dann geben wir diesem Rhythmus der Kreativität in unserem Leben Raum und wir können uns erneuern lassen. Gabriela und Mona haben ein Video vorbereitet und geben uns einen ganz praktischen, konkreten Einblick in diese Kreativität. Gott ist die Essenz von Kreativität. Er hat aus dem Nichts die Erde erschaffen, Licht, Raum und Leben. Als sein Ebenbild bist du kreativ. Kreativität fließt in deinen Adern. Sie ist wie ein weites, offenes Feld, sei es im Planen, Kochen, Pflegen, Lehren, Programmieren oder Fahren. Überall gibt es Potenzial und Raum für Kreativität. Gott kniete nieder in den Staub und formte den ersten Menschen. Wir sind handgemacht und Handarbeit ist in uns hineingelegt. Nimm dir diese Woche Zeit und kreiere etwas mit deinen Händen. Vielleicht probierst du ein neues Rezept oder strickst mal wieder. Oder fragst jemand um einen Privatkurs beim Töpfen, Nähen oder Handwerken. Auf YouTube findest du übrigens ganz viele Videos mit Ideen zum Selbermachen. Kreativität ist ein Risiko. Angst, Perfektionismus und Vergleichen sind in der Kreativität bekannte Begleiter. Egal, ob du professioneller Künstler bist oder etwas Neues lernst. Erinnere dich daran, dass alles, was du erschaffst, aus deinem Herzen kommt. Du darfst das Risiko eingehen, dein Herz zu teilen und der Welt zu zeigen, zu wem dich Gott erschaffen hat. Vielen Dank, Mona und Gabriela, für diese wunderbaren Videos, die ihr da gemacht habt in den letzten Wochen. Ich möchte dich herausfordern. Ich möchte dich herausfordern, in der nächsten Woche etwas Neues zu probieren. Vielleicht etwas, das du schon lange mal probieren wolltest, ausprobieren wolltest.
ich möchte dich ermutigen, kreativ zu sein, etwas zu wagen im Wissen, dass du als kreatives, als schöpferisches Wesen zum Mitwirken mit Gott geschaffen und eingeladen bist. Und ich möchte dich ermutigen, zu kreieren und zu gestalten im Wissen, dass Gott an deiner Kreativität interessiert ist, dass er ihr Bedeutung zumisst und dir alles zutraut. Und ich möchte noch beten zum Abschluss. Ich weiß nicht, was bei dir angeklungen hat, aber ich möchte für drei Dinge besonders beten. Wenn ich etwas anderes angesprochen habe, dann kannst du einfach diesen Segen für dieses Thema nehmen. Ich möchte für Wiederherstellung von Träumen beten, für Mut, Neues zu wagen und für Loslassen von Vergleichen und Verurteilen. Jesus, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast, dass du uns einzigartig geschaffen hast, dass du uns als schöpferische Wesen geschaffen hast und uns eingeladen hast, immer wieder einlädst, mit dir zusammen zu gestalten, diese Welt zu gestalten. Ich danke dir. Und Jesus, ich danke dir für all die Träume, die du geschenkt hast und vielleicht Träume, die jetzt noch verdeckt, verborgen, zugedeckt sind. Und ich bete einfach, dass du diese wieder ausgräbst, offenbarst, erinnerst an diese Träume. Und ich spreche einfach auch Mut über den Menschen aus, die sich zurückgebunden fühlen, vielleicht gerade durch Festlegungen, die sie gemacht haben oder die andere Menschen gemacht haben über ihr Leben. Ich spreche dich einfach frei von den Festlegungen und spreche dir Mut und Risikobereitschaft zu, Neues zu wagen, Neues auszuprobieren. Und dann bete ich einfach für Menschen, die merken, sie werden zurückgehalten vom Drang zu vergleichen, vom Drang zu verurteilen und zu beurteilen, was sie kreieren. Und ich spreche dich einfach frei im Namen Jesu. Ich spreche dir zu, dass Gott dir zutraut, kreativ zu sein, dass das genügt. Sei gesegnet als kreatives Wesen im Namen Jesu. Amen. Hey, und weißt du was, vielleicht bist du ja das erste Mal in unserem Livestream gelandet oder bist ein bisschen am Kennenlernen. Vielleicht sagt dir das mit Jesus noch nicht so viel und du findest das ein bisschen speziell, was ich da erzählt habe mit diesem Gott, der uns einlädt, mit ihm zusammenzuwirken. Aber ich möchte dich einladen, da dran zu bleiben. Jesus ist interessiert an dir. Und wenn das dich betrifft, dann melde dich unbedingt bei uns. Wir möchten dir einfach Unterstützung geben in diesen Schritten, einfach in diesen ersten Schritten mit Jesus. Ja, und ich möchte dich zum Abschluss einfach ermutigen, bei diesen Rhythmen dran zu bleiben. Wir haben vier angeschaut: Ruhe, Wiederherstellung, Beziehung und heute Kreativität. Und ich lade dich ein, dass du einfach auch dem Heiligen Geist in diesen Themen Raum gibst und dass du einfach im Alltag das umsetzt, weil es entfaltet nur dann nachhaltige Wirkung, wenn wir das in unserem Alltag einfach so reinnehmen und uns das wirklich zu Herzen nehmen. Und vielleicht kannst du das am Eheabend oder dem Wegeabend in den nächsten Wochen thematisieren oder auch in deiner Kleingruppe. Und jetzt übergebe ich an Christian. Vielen Dank, Debo. Weil du so kreativ bist, hast du mir meinen Übergang stibitzt, könnte man sagen. Ich habe mir nämlich überlegt, ich wollte euch sagen, für mich ging die Predigtserie so richtig schnell vorbei. So viele Themen, so viele Rhythmen. Und ich bin immer noch bei Ruhe, bei der ersten Predigt von Marius. Meine Frau sagt mir, das sei auch sinnvoll, dass ich da noch etwas bleibe. Ich bin so ein Mensch, der gern vorwärts geht, schnell, immer wieder und dann vielleicht auch so ruhelos wird. Das hat mich angesprochen. Ich glaube, das ist sinnvoll für die Leute um mich herum, dass ich da noch etwas verweile und dann vielleicht übergehe zu Kreativität. Übrigens, Kreativität, Debo hat gesagt, etwas Neues wagen. Vielleicht hast du noch nie per Twint bezahlt. Ich sage bewusst bezahlt. Ich denke jetzt nicht an die Kollekte der Vineyard Bern, sondern vielleicht
im Mikro, im Coop, in einem anderen Laden, wo man das kann. Vielleicht möchtest du das auch üben. Und dann dürftest du das jetzt machen, wenn du die Vineyard Bern unterstützen möchtest mit einem Beitrag, wenn dann das ab und an auch Kollekte, dann darfst du das machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die eine wäre eben hier per Twint oder auch dann online Banking. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Frag mal jemanden, der eine Ahnung hat. Es gibt auch so Daueraufträge, wenn man das so machen muss. Da muss man nicht jedes Mal wieder das neu machen. Ist eine Möglichkeit, wie man das machen könnte. Und jetzt eine andere Sache. Ich habe euch zu Beginn versprochen, ihr braucht den Chat. Ich habe hier eine CD. Das ist die CD von Audiel, die sie neu aufgenommen haben. Ich denke, man sieht sie. Diese CD ist noch verpackt. Vielleicht kennt ihr das von Büchern, wenn man sie neu kauft und öffnet, dann riechen die noch so, oh, nach frisch, nach Druck und so. Und diese CD, die wird wahrscheinlich so klingen, so noch unverbraucht und frisch. Wenn ihr die CD möchtet, dann dürft ihr euch im Chat melden. Ihr könnt da einschreiben, vielleicht am besten Audiel-CD. Aber dann, weil das ja einige sind, die das möchten, brauche ich eine Begründung, weshalb du es verdienst, diese CD nach Hause geschickt zu bekommen. Natürlich, ich weiß etwas gemein, all diejenigen, die jetzt ich geschrieben haben, Matthias, da musst du nochmals etwas mehr bieten als einfach nur ein Ich. Also schreib doch hinein, du möchtest sie und warum, dass ich sie dir schicken soll, dann werde ich sie dir nächste Woche per Post zukommen lassen. Wenn ich halt dann vielleicht 5 tolle Begründungen finde, dann könnte ich mir vorstellen, dass es noch so eine CD gibt. Habt ihr noch einige auf Lager, Joel? Ja, er sagt ja, es gäbe sie noch. Also nicht alle schreiben, sonst haben sie dann vielleicht nichts mehr auf Lager. Keine Ahnung, wie viel da noch, wie viel noch nicht verkauft ist. Wie ihr vielleicht merkt, in dieser Zeit, dass ich werde so unruhig, hatten wir vorher schon, so diese Distanz, 5 Menschen mehr nicht. Wir haben 3 Kinder, da bleibt nicht viel übrig. Wenn man noch 2 Erwachsene dazu nimmt, braucht man nicht mal Mathematiker zu sein. Die Gemeinschaft wird mir immer wichtiger und ich versuche irgendwie Wege zu finden, mit Leuten unterwegs zu sein, auch wenn ich sie eben nicht treffen darf. Und wenn es dir ähnlich geht, aber du nicht ganz so kreativ dich fühlst in Ideen, wie du mit Menschen umgehen möchtest oder sie finden, danach darfst du uns schreiben. Schreib auf kleingruppen@vineyard-bern.ch, dann helfen wir dir dabei. Ja? Nicht jeder, der zeichnen kann, hat auch Ideen, wie man mit Menschen in Kontakt kommen könnte, wenn es einem fehlt. Also melde dich ungeniert, damit du da nicht alleine gelassen wirst. Dann die nächste Predigtserie, ja, ich habe vorhin gesagt, geht etwas schnell, aber die nächste, die kommt und Marius wird euch etwas dazu sagen. In der nächsten Serie werden wir uns mit Einheit und Versöhnung auseinandersetzen. Aus Gesprächen mit einzelnen Menschen, aber auch anderen Gemeinden, kommt mir entgegen, dass wir in einer Zeit leben, wo gerade die Einheit, das Miteinander wirklich unter Beschuss ist. Von Meinungen, polarisierenden Meinungen, Einstellungen, politischen Haltungen, aber genauso irgendwelchen Lehrmeinungen, die wie Spaltung und Trennung zwischen Menschen, zwischen Familien und Freunden bringen. Und diese Sachen wollen wir miteinander anschauen. Ich habe gesehen, einige haben schon ganz gute Gründe geliefert für die CD. Wenn du magst, darfst du gerne noch weiterschreiben. Bleib ebenfalls da, denn nach diesem Livestream gibt es ja diese Frage- und Antwortrunde mit man kann auch stackeln. Ist eigentlich nicht so schwer, ich kenne den Mann ja. Das ist Marius Bühlmann und Andi Di Melio. Also bleib dabei und du darfst auch da dann Fragen zum Thema Prophetie und Umgang damit notieren. Wenn du das erste Mal dabei warst, dann würden wir dich gerne beschenken und zwar ohne Grund, einfach nur weil du das erste Mal dabei warst. Melde dich bei uns, office@vineyardbern.ch, dann erhältst du von uns ein Geschenk und es gibt auch die Möglichkeit für ein Online-Gespräch, also dass du Fragen direkt stellen kannst. Das wäre sehr spannend, wenn du dich melden würdest.
Und jetzt bleibt mir noch, euch zu segnen für die nächste Woche. Das mache ich jeweils besonders gern. Diejenigen, die mich vom Live-Gottesdienst kennen, die kennen auch den 4. Mose 6 schon mittlerweile. Und ich finde einfach die Verheißung bei diesem Segen so richtig schön. Also wenn ihr das mal nachlesen wollt, es gibt vor dem, was ich euch sagen werde und dem, was ich gesagt habe, nachher noch so richtig einen schönen Teil dazu. Lest das nach in 4. Mose 6, ab Verse 20 irgendwo. Das, was ich euch vorlese, ist Vers 24 bis 26. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Ganz ein schöner Sonntag.
sehen, wie du Lüge ans Licht bringst. Ich will sehen, wie deine Wahrheit unsere Herzen erhält. Ich will sehen, wie du Sorgen den Schnuff nimmst. Ich will sehen, wie frische Luft in unsere Herzen kommt. Herzlich willkommen zu dieser Runde, die ich zusammen mit Marius hier gestalten darf. Marius, ich freue mich einfach auf das Gespräch, das wir hier zusammen dürfen haben. Wir haben gedacht, weil die ganze Sache Herzensangelegenheit soll sein, einfach mit der Vineyard Bern, auch für die Vineyard Bern, dass wir das auf Berndeutsch machen. Und ja, ich steige mal ein, Marius. Wir haben gedacht, wir dürfen ein bisschen zusammen schwätzen über die Events, die in den vergangenen Wochen, Monaten stattgefunden haben. Ich denke, ja, wir sind alle ins Jahr 2020 reingestartet mit dem Hintergedanken. Jetzt haben wir ein Jahr lang davon gefastet, nicht normal zu sein, nicht normal zu leben. Und am 6. Januar habe ich persönlich gedacht, eigentlich wäre ich schon bereit für das Jahr 2022. Es war tragisch, was passiert ist. Es hat mich persönlich wie auch verletzt gesehen, dass viele Jesus-Nachfolger dort mit Jesus-Flaggen geweigt haben, mit Schildern umgepochert haben, wo Bibelfersen drauf waren. Und ich habe wirklich das Gefühl, wie viele Leute sind am nächsten Tag aufgewacht, die vielleicht nichts mit dem Christentum im Hut haben, die sich einfach fragen, hey, okay, um das geht es im Christentum. So sind Christen. Ist das wirklich Jesus? Und dort, denke ich, haben wir als Familie von Gott eigentlich völlig andere Botschaft. Und vor allem der 6. Januar, wo eigentlich fast ironisch ist, ist es dann passiert, wo eigentlich doch Könige, die Weisen zu dem Krippel sind gegangen, wo der König von allen Königen, der Herrscher von allen Herrschern auf die Welt ist gekommen, um ihm Ehr zu gebühren. Es sollte doch das der Tag sein, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus König ist und genau diese Botschaft eigentlich das ist, die uns Christen vereinen. Und der Lou Engel habe ich mal gehört sagen, dass es nur eine vereinte Gemeinde ist, die eine gespaltene Nation heilen kann. Und ich will sehen, dass wir einfach aus Welt, aus Liebchristi weltweit vereint sind, um so wirklich eine Nation oder die ganze Welt zu heilen. Was sind deine Gedanken zu all dem, Mari? Ja, ich denke, die Verschwörungstheorien oder auch die wenn ich gehört habe in den letzten Monaten, wie viele Christen in den Staaten auch die Wahl, die Legitimität der Wahl haben hinterfragt, das hat mich, englisch gesagt, deeply troubled. Das hat mich sehr beschäftigt. Ich habe auch mit Freunden aus den Staaten darüber geschrieben, weil wie einfach das die Glaubwürdigkeit des Christseins noch immer durch auch hinterfragen kann. Und ich denke, gerade wenn wir an die Prophetien denken, prophetisch begabte Menschen, die prophezeiten, Trump werde erneut Präsident, ist gut zu verstehen, was ist denn unser Verständnis von Prophetie, woher kommt das so? Und wenn man schaut, die prophetische Welle, viele von diesen prophetisch begabten Menschen, das Ganze hat sich entwickelt aus einer Bewegung nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Let It Rain heisst, wo wie eigentlich der Fokus war, dass Gott
die Geistesgaben oder die Dienste aus dem Alten und aus dem Neuen Testament möchte ich wiederherstellen. Und das hat ganz viele Menschen, die charismatische Szene dort hier beeinflusst. Also das Verständnis, da wird etwas wiederhergestellt. Geistesgaben und im Dienst, auch aus dem Neuen und aus dem Alten Testament. Und dort findet eine Vermischung statt im Verständnis von neutestamentlichen und alttestamentlichen Wahrheiten eigentlich. Und die ganze Bewegung dort hier ist nicht homogen, das ist nicht einfach eine Stimme, sondern die hat ganz viele verschiedene Gesichter. Auch. Und etwas, was in dem Sinne neu war, ist wie eine sich abwenden vom Dispensationalismus und das Zuwenden auf eine gute Zukunft. Jesus, der wird wiederkommen, was aber dazu geführt hat, dass einige dort die Meinung vertreten haben, dass wir Christen müssen irgendwie die Verantwortung übernehmen, die politischen Instanzen anfangen prägen, um vorzubereiten, dass Jesus wiederkommen kann. Also es hat dort etwas Triumphalistisches, so, was dort mitgeschwungen ist. Und dazu hast du einen guten Gedanken, Andi. Ja, irgendwie, als der 6. Januar vorbei ist gegangen, sind mir einfach so ein paar Bibelstellen in den Sinn gekommen und haben mich wie daran erinnert, dass der Gedankensgut nicht unbedingt etwas Neues ist. Du hast jetzt ein paar Beispiele gesagt. Aber Fakt ist ja, dass bereits im jüdischen Verständnis, bevor Jesus kam, hat man wie das Gefühl gehabt, der Messias kommt irgendwie auf Jerusalem und wird die Regierung von oben gegen oben etablieren. Und wo Jesus kam, haben die Jünger immer wieder darauf gewartet und haben nicht gewusst, wann kommt der Tag, wo Jesus sich als Messias wird offenbaren, der Thron wird einnehmen, das Römische Reich wird abreißen und endlich als König wird herrschen. Und Jesus hat immer wieder die Botschaft so um 180 Grad umgedreht mit seinem Verhalten, in dem, dass er die Menschen hat geliebt, in dem, dass er hat dienet, in dem, dass er den Leuten hat zugelassen, Zeit mit den Sündern hat verbracht, als mit diesen Elite-Leuten. Und im Lukas 19, ich kann mit den ersten paar Versen lesen, wo sie nach Jerusalem sind gegangen, Jesus und seine Jünger. Und dann gibt es dort einen Satz, wo es heisst, dass die Jünger haben gedacht, dass das Reich von Gott jetzt wird reinbrechen in Jerusalem. Und Jesus hat es natürlich gespürt und wahrgenommen und kommt dann mit einem unglaublich coolen Gleichnis, wo er auf die verschiedenen Talente oder Pfunde eingeht, die ein reicher Mann den verschiedenen Leuten hat gegeben. Und dann später wieder zurückkommt, um zu schauen, was sie mit diesen Sachen haben gemacht. Und wenn sie das haben gut eingesetzt haben, was Jesus ihnen hat gegeben, sind sie dann beschenkt worden mit ganzen Städten. Und dort heisst, ist einer für mich so ein bisschen wie die symbolische Botschaft, hey, wir können die Verantwortung nicht immer der Regierung abgeben, damit da gute Werte gelebt werden, damit das Reich von Gott durch die Regierung hineinbricht. Weil ich bin davon überzeugt, dass Jesus nicht von oben gegen unten regieren will, sondern dass wir den Fokus müssen wechseln auf das Schauen, was Gott uns hat hineingelegt, gut mit dem umgehen, in dem, dass wir den Leuten dienen und so auf eine natürliche, gesunde Art und Weise mit guten Werten das Reich von Gott können ausbreiten können. Ein anderes Beispiel im Johannes 18. Wo Jesus vor dem Pilatus steht. Und der Pilatus muss eigentlich wie herausfinden unter dem Römischen Reich, hey, haben wir hier jemanden, der sich gegen das Römische Reich auferlegt, der sagt, er ist ein König? Wenn ja, muss ich ihn kreuzigen, weil es sonst eine Bedrohung ist. Und er fragt ihn, bist du ein König? Und Jesus antwortet, eigentlich wahrscheinlich schon, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und er sagt, weil wenn mein Reich von dieser Welt ist, würden meine Diener kämpfen. Aber schau, sie machen es nicht. Und das ist für mich eigentlich die schönste Botschaft, die es gibt. So, wir sind alle ein Teil von einer unglaublich coolen Armee, aber unsere Waffe ist nicht ein Schwert in der Hand, eine Pistole in der Hand, sondern ein Tüchchen auf dem Arm, wo wir eben tief gehen und die Füße der Leute waschen. Und im Waschen der Füße, dass wir sehen, wer die Leute sind, wo sie durchgelaufen sind, was sie beschäftigt hat. Und es ist die Botschaft, die Jesus hat gelebt, dass es so sein Reich ausbreitet werden kann. Und leider ist der Gedankensgut, dass es von oben gegen unten muss kommen, irgendwie wieder eingeschlichen. Und da haben die Propheten definitiv nicht geholfen, dass das nicht passieren kann. Und dort ist halt für mich wie wichtig, hey, die Bibel hat dort eine klare Botschaft. Und dort ist das Wort Gottes hat immer die höhere Vollmacht oder Autorität als Propheten. Immer. Also eben, unsere Aufgabe ist es, zu dienen, nicht zu herrschen. Für Menschen da zu uns zu verschenken und nicht wollen zu übernehmen. Und das kommt auch zusammen mit unserem Verständnis von Prophetie und was uns da drinnen wichtig ist. Wir sind von einem neutestamentlichen Verständnis dort hier angetrieben, wo die eigentliche Gabe nicht eine Begabung ist von einer prophetisch begabten Person, sondern die Gabe, die wir bekommen haben, ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist kann alles durch jeden Gläubigen bewirken. Und dort liegt der grosse Unterschied, dass wir eben nicht auf einen einzelnen Menschen den Fokus legen wollen, auf einen Prophet, sondern auf den Heiligen Geist, der uns lebt und uns befähigt, dort, wo Gott durch uns wirkt, prophetisch zu wirken
und prophetisch zu reden da drin. Eben nicht die Prophetie in dem Sinn, wo im Fokus ist, sondern das, was Gott dir und mir tun will, im Alltag, wo er mehr und dir brauchen will, um Menschen zu ermutigen, zu ermahnen und zu trösten durch prophetische Worte da drin. Und natürlich gibt es immer wieder auch Menschen, die eine spezielle Salbung haben, weil sie dem auch mehr Raum geben, vielleicht. Aber der Fokus ist auf dem Geist in uns und nicht auf der Gabe. Und das zeigt sich auch daran jetzt bei uns zum Beispiel, dass wir auch nicht von Pastoren reden in der Vineyard, sondern wir sind Leiter, weil das formt sofort zwei Stände. Pastoren ist der Stand der Geistlichen und die Gemeinde, das ist der weltliche Stand. Und das ist genau eigentlich im Neuen Testament aufgehoben da drin. Sondern du und ich, wir sind dazu berufen, prophetisch zu leben. Es ist der Geist, der die eigentliche Gabe ist, nicht eine Fähigkeit, die du mitbekommen hast. Und weiter da drinnen zu sagen, was mir dort auch noch wichtig ist, ist unser Verständnis, dass Prophetie immer die Mischung von Menschlichem und Göttlichem ist. Mir fällt das besonders leicht zu verstehen, wenn ich mir vor Augen führen würde, dass wenn ein Jesaja, Prophet Jesaja, hat das Flugzeug gesehen hat, der hat wie einen göttlichen Impuls gehabt. Gott hat ihm etwas gezeigt. Wie hat er das Flugzeug beschrieben? Wahrscheinlich als eiserner Vogel, also mit einem menschlichen Bild, das er kennt hat. Und das Verständnis zu wissen, dass es immer die Mischung von Menschlichem und Göttlichem ist, ist unglaublich wichtig. Und zwar auf zwei Seiten. Erstens bringt das mit sich, auch bei sehr prophetisch begabten Menschen ist immer die menschliche Komponente drin. Und das ist gut und richtig und wichtig so. Und das bedeutet auch, dass prophetisch begabte Menschen dürfen falsch liegen. Wir haben nie den Anspruch, dass jemand fehlerlos ist da drinnen. Weil wenn wir den Anspruch nämlich an Menschen haben, das muss jetzt ganz Gott sein, nicht mehr von ihm drinnen, dann geben wir ihm eigentlich einen Platz, der nur Jesus gehört in unserem Leben. Und diesen Platz wollen wir Menschen schon gar nie geben. Und nicht prophetisch Begabten. Darum hören wir vor allem auf Jesus und nicht auf einzelne Menschen. Aber das Verständnis hat noch eine zweite Auswirkung. Wenn ich nämlich verstehe, dass es immer, und zwar immer die Mischung von Menschlichem und Göttlichem ist, dann werde ich mich auch wagen, selber zu prophezeien, Risiken einzugehen. Und wenn ich das nicht verstehe, werde ich mich zurückhalten, meine Risikobereitschaft zurücknehmen. Und darum ist es so wichtig, dass wir dort hier verstehen, hey, es ist immer die Mischung von Menschlichem und von Göttlichem. Und wenn wir falsch liegen, gibt es nur eins, dann tun wir uns entschuldigen und wir lernen daraus für ein anderes Mal. Und gerade im Verständnis, dass es immer die Mischung von Menschlichem und Göttlichem ist, kommt auch dem Prüfen eine wichtige Funktion wahr. Und das Prüfen in der Prophetie passiert immer in der Gemeinschaft. Das passiert nie nur den einzelnen Menschen, die vielleicht noch gleich denken wie ich, wenn wir immer mehr in einer Bubble von Gleichdenkenden leben, sondern wirklich aus der Gemeinschaft mit Menschen, die durchaus eben noch anders leben. Darum ist gerade die Gemeinschaft extrem wichtig. Andi, und dort hast du wiederum einen so guten Gedanken. Genau, Marit, hast du eine super Steinvorlage gegeben. Aber die Gabe von Prophetie, die wollen wir. Dort ist der Auftrag klar von Paulus im 1. Korinther 14,1, wo er sagt, strebt nach der Liebe, eifert aber nach geistlichen Gaben, vor allem, dass ihr prophezeit. Und das Eifern nach der geistlichen Gabe ist ein griechisches Wort, das Zelo heisst oder so, und ist sehr ein radikales Nachgehen von diesen Sachen. Und in diesem Kapitel 14 tut er uns immer wieder ermutigen, das zu machen. Was wir aber oftmals eben das Verständnis nicht haben, ist, dass Prophetie oder prophetisch begabte Leute immer im Zusammenhang von einer Gemeinschaft, von einer rechenschaftlichen Gemeinschaft sollen wirken. Und das ist bereits im Alten Testament oftmals der Fall gewesen. Das sind nicht wie einzelne Leute, die immer allein in der Wüste waren und Sachen raus prophezeit haben, Briefe geschrieben, die Jahre später gefunden wurden. Der Jeremia zum Beispiel ist in einer priesterlichen Familie aufgewachsen, ist immer um die Gemeinschaft herum gewesen, hat ein unglaubliches Verständnis gehabt vor der Tora, vor der Heilsgeschichte von Israel und hat eigentlich in diesem gesungenen Rahmen die Prophetien immer und immer wieder gegeben. Und was dann passiert ist, ist, dass ein König hat geherrscht, der plötzlich irgendwie dem Nationalismus verfallen ist und die Propheten um ihn herum haben wie immer das einfach prophezeien wollen, was die Regierung hat hören wollte. Und da sieht man, wie Gott immer wieder im Kämpfen ist und der Jeremia am Ringen ist. Er ist zum grennenden Prophet geworden und Gott sagt, die Propheten sind einfach gegangen, sie haben einfach prophezeit, sie haben das gesagt, wie er im Herzen war und nicht das, was ihnen ins Mund hineingelegt. Und der Jeremia, der nicht gewusst, wie er mit umgeht, er ist verstoßen worden, sie haben in die Grube hineingeschossen und er hat gesagt, wir werden gefangen werden, sie sind sich schon am Versammeln, unsere Finde und so. Aber die anderen Propheten haben gesagt, nein, es kommt alles gut, es ist Frieden und so weiter und so fort. Und sie haben wie den Ruf, die Verheißung von Abraham, wo Israel hat gehabt,
ein priesterliches Volk sein, für die anderen Nationen, ihnen zu dienen, um so der Segen von Gott zu bekommen. Völlig umdrehen zu, wir sind etwas Besseres als die anderen und wir wollen nur noch gedient werden von den anderen. Und der Jeremia hat wie gewusst, okay, wir werden eingenommen werden, wir werden ins Exil hineingehen, aber er hat dann bereits dort prophezeien, aber hey, es wird eine Rückkehr kommen. 70 Jahre später, wir werden zurückkommen. Und wenn wir wieder zurückkommen, werden wir Gott loben und preisen. Und das ist das eigentlich, was ich sehen will. Die Propheten vor Hoffnung. Die Hoffnung aussprechen, die wie das Gute sehen. Und nicht irgendwie das Richterliche ständig. Und das ist das, was mir persönlich enorm stresst, dass viele amerikanische Propheten oder andere Propheten jetzt noch wie einen Schritt weitergehen und sagen, die Wahlen sind gefälscht worden, wir müssen da Sachen einnehmen. Und diejenigen, die sich entschuldigt haben, wie Chris Wellington, ich habe gesehen, Goni hat ihn erwähnt, habe ich persönlich Respekt und finde, wenn sich die öffentlich entschuldigen, weil sie öffentlich prophezeit haben, was ich ihnen vergeben. Es tut für mich die Glaubwürdigkeit von Prophetie eher stärker zu wissen, dass es Leute gibt, die innerhalb einer Gemeinschaft auch leben wie Chris Wellington in Bethel. Und bei den Leuten, die wie losgelöst sind von Gemeinden, Erweckungsprediger oder Propheten, bin ich persönlich immer schon ein bisschen skeptischer gewesen. Dort schaue ich einfach ein bisschen genauer drauf, wo eben die Rechenschaftsbeziehungen nicht haben oder oftmals nicht unter einer Leiterschaft unterstellt sind. Und vielleicht noch eine andere Geschichte, was mich immer wieder berührt, ist dort, wo David bereits zum König ist gesalbt worden, über 10 Jahre lang eigentlich Verfolgung hat gelebt vom Saul, der König, herrschender König war. Und dann hat es einen Moment gegeben, wo David auf der Flucht war mit seinen Männern und sie haben gesehen, wie der Saul in der Hölle im Schlafen ist. Und eigentlich wäre es der perfekte Moment gewesen, ihn umzubringen, damit der König näher, damit der David näher können König sein und herrschen. Und sie sind dort neben ihm gestanden und einer von den Männern von David hat sogar wie David prophezeit, hey, das ist der Tag, den der Herr vorbereitet hat, dass du auf den Thron kannst reinnehmen kannst. Hier ist der Speer, komm, wir lassen um. Und der David, wo er wie sagt, nein, ich will nicht der Gesalbt vom Herr anlängen. Das ist für mich so tief hineingegangen. Vor allem, wenn ich schaue, wie das Neue Testament sagt, wie dass wir mit Hoheiten, eingesetzten Autoritäten sollen umgehen sollen. Es ist wie gar keine Frage, dass sie dort sagen, jede eingesetzte Autorität ist von Gott und dass wir klar den Auftrag haben, für die Leute zu beten. Und das ist im Zusammenhang vom Römischen Reich geschrieben worden, wo Christen unglaubliche Verfolgung erlebt haben. Und so etwas zu lesen in dieser Zeit und dann den Zusammenhang zu nehmen in unserer Zeit, tut mir wirklich ja, vor die Knie. Also der Obama war jahrelang auf meiner Gebetsliste, der Trump war 4 Jahre auf der Gebetsliste, der Biden ist auf der Gebetsliste. Und das ist für mich wie gar keine Frage, wie für die Männer beten, egal wer dort hockt. Ja, und Frauen natürlich auch. Und die Schweizer Bundesrat sicher auch. Die sind jetzt nicht auf der Liste, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber für die Bete, ja. Eine Frage war schon, wie gehen wir damit um, mit all diesen Prophetien jetzt bezüglich Trump oder wie grenzen wir uns von Showpropheten ab? Das ist für mich ganz klar, hey, lasst uns verstehen, der Fokus ist nicht auf einzelne Menschen, die eine Begabung haben, sondern auf die Gabe, dem Heiligen Geist, den wir alle haben bekommen. Die Funktion von Prophetie ist nicht in erster Linie Zeugs vorauszusagen, was passieren wird, sondern Sachen vorzurufen, indem wir Menschen ermutigen, ermahnen und trösten. Also geht es eigentlich in der Prophetie darum, wo bin ich prophetisch? Wo gibt mir der Geist die Möglichkeit, jemanden zu ermahnen, zu ermutigen oder zu trösten in diesem Sinne? Und ich kann mich erinnern an eine Aussage vom Gründer der Vineyard, Bewegung von John Wimber, die ich gelesen habe, die in den 90er Jahren die Welle von Prophetie mit den Kansas City Propheten war. Ist das Problem aufgekommen, dass Menschen angefangen haben, vorzuschauen zum grossen Prophet, anstatt selber prophetisch zu wirken und Menschen zu ermutigen. Und der John Wimber hat dort dann geschrieben, hat gesagt, was ist nur mit uns passiert, dass wir angefangen haben, auf einzelne Spezialisten zu schauen, anstatt selber zu prophezeien, dort, wo Gott uns brauchen will, wo er uns die Gabe vom Heiligen Geist hat gegeben, um Menschen um uns herum zu ermutigen. Darum, wie kann ich mich von Showpropheten in dem Sinn wehren dagegen oder wie gehe ich gut damit um? Meine Lieben, lasst uns prophetisch leben. Der Heilige Geist ist uns geschenkt, um Menschen in unserem Umfeld zu ermutigen, zu ermahnen und zu trösten. Und wir wollen ihm darum gehen. Wir wollen schauen, wo er uns brauchen will. Und nicht auf einzelne Personen schauen, wo es dann mehr um Show geht, in dem Sinn, sondern uns brauchen. Und das ist der Fokus der Prophetie.
sagst es, Mari. Im 1. Korinther 12,7, die geistlichen Gaben sind zum Nutzen von allen. Und der Zusammenhang, den Paulus das braucht, eben, dass er seinen Gottesdienst in Gemeinschaft wirklich die Leute aufbauen soll. Erbauung, Ermutigung oder tröstend sollte es sein. Und ich habe dir eine Predigt geschickt von Mark Girona, der ein bisschen auf die Sache eingeht. Und etwas wäre er gesagt, und das finde ich mega wichtig. Er hat wie gesagt, hey, der Leib Christi, Gemeinde oder das Wort Gottes werden immer mehr Vollmacht haben als die prophetischen Stimmen. Und dort ist es vielleicht eben unbewusst passiert, dass wie die Leute mehr Macht der Autorität der selbsternannten Propheten oder prophetisch Begabten haben gegeben und dadurch wie das Wort Gottes wie vergessen haben, in welchem Zusammenhang das ist geschrieben wurde. Vor ein paar Tagen hatte ich auch mehrere Gespräche mit Leuten gehabt und etwas, was mir wieder gefallen ist, wir müssen den Fokus wieder auf Jesus haben, wieder auf Jesus haben, wieder auf Jesus haben. Logisch stimmt das, aber ich würde sagen, viele von diesen Leuten haben den Fokus auf Jesus gehabt, einfach mit einer falschen Perspektive. Und darum ist mir das wie eben wichtig gewesen, hey, wir sind hier zum Dienen. Ja, wir sind eine Armee, wir wollen kämpfen, aber unser Kampf ist nie gegen Fleisch und Blut, wie das die Bibel sagt, sondern gegen die Macht, die das Fleisch und Blut beeinflussen will. Darum sind wir zum Gebet aufgerufen worden. Und wenn wir ständig verurteilen, glaube ich nicht, dass wir die richtige Atmosphäre und die Regierung kreieren können, damit sie gute und klare Entscheidungen treffen können. Darum ist dort wirklich mein Herz dienend zu sein und die Waffe, das Tüchli auf dem Arm zu haben. Ja. Genau. Ich hoffe, wir haben die ein oder andere Frage beantworten können. Und ja, ich möchte mich danken, Mari, merci dir für deine wertvollen Gedanken. Danke dir. Der Chat wird jetzt noch ein paar Bibelstellen reinkopieren, wo ihr so ein bisschen seht, wie der Jeremia mit dem ist umgegangen, mit dem Kampf, wo einfach Propheten sind gegangen. Und ein paar Stellen auch noch vom Neuen Testament, wie dass wir dazu gerufen sind, eben die Prophetie beurteilen und nicht mehr unbedingt die prophetisch begabte Person. Darum, merci Jael, der das jetzt macht, und merci Phil, der das nachher am Nachmittag macht.
saints bow down. Holy is your name in all the earth. Righteous are your ways, so merciful. Everything you've done is just and true. Holy, holy God are you. And holy is your name in all the earth. Righteous are your saints bow down.